Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Wir werden als erstes hier mal den Helfer starten. So, dann gucken wir mal, wo sind wir denn überhaupt hier zu Hause? Genau, wir wollten nämlich hier noch ein bisschen weitermachen. Als erstes schnappen wir uns den Herrn Bührer und werden mit dem hier mal gleich die nächste Spur Gras einsammeln. Wir müssen jetzt gerade mal gucken. Gras sage ich schon, Stroh natürlich, ich Dummerchen. So, okay, gerade am überlegen, na gut, es sollte aber trotzdem noch ein bisschen was bringen, weil wir sind ja schon gleich voll. Mal gucken, wie weit wir hier die Spur noch entlang gezogen kriegen, denn das werden wir dann auf alle Fälle verkaufen und damit haben wir auch auf alle Fälle locker das Geld für die Tiere der übernächsten Folge vielleicht, nee, der nächsten Folge sogar schon zusammen. Das Geld für die jetzigen Tiere haben wir ja schon da. So, dann fahren wir hier gerade in einem Rutsch durch. Sampo ist bei 25-26%, das dürfte eigentlich gut passen. Problem der Sache ist ja nur, hier unten können wir leider kein Stroh verkaufen. Das müssen wir natürlich oben beim Hof machen, aber auch das ist kein Problem, denn wir können hier ganz genüsslich außenrum und dann nach oben fahren. Wenn wir da oben das Stroh abkippen, werden wir dann gleich gucken, dass wir die Tierchen kaufen. Und ich sehe gerade, tanken können wir auch gleich nochmal. Da geht dann auch nochmal Geld weg. Das ist gut, dass wir hier dementsprechend gleich ein bisschen Nachschub an Kohle kriegen. Um 0 Uhr wird die Milch geholt, das heißt, wow, hier rutscht er auch schon wieder ein bisschen. Also ein bisschen hat Bührer doch zu kämpfen, spricht dann doch eher für die Idee, dass wir hier vielleicht in Richtung des Lamborghini gehen. So, diesmal gucken, dass ich das Verkehrsschild nicht ummähe. Denn der Lamborghini mit 220 PS ist natürlich ein starkes Gerät. Da denke ich mal, können wir das gut für den Schlepper benutzen, würden dann hier den Deutz wieder davor setzen. Ich glaube, das macht uns vieles einfacher. Nur brauchen wir dafür erst die Kleinigkeit von guten 195 mit Frontgewicht knapp 200.000 Euro. Oh. Kommen wir hier an dem noch vorbei? Ne, das lohnt sich nicht mehr. Da bleiben wir mal brav hinten dran. Auch wenn wir hier wieder im Land der 30 km/h Fahrer sind. Dumm, die dumm, 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 dumm. So, hier wollen wir wieder rein zu unserem Höfchen. So, wunderbar. Hat ja alles bestens diesmal funktioniert, ohne irgendwo quer durch die Gegend zu rutschen. So, hier lassen wir gleich ein bisschen ausrollen, dass wir nicht zu stark um die Kurve fliegen. Und, oh, ich sehe gerade Sampo, müssen wir auch gleich abtanken. Aber auch das wird kein Problem. So. Okay, der hat gerade gedreht. Das brachte uns nochmal 3,5 Sekunden. Na gut, Spaß beiseite. Da muss halt jetzt mal eine Sekunde warten da unten. So. Einmal bitte rückwärts rein. So, mal gucken, dass wir diesmal vielleicht... Ah, ich wollte schon sagen, direkt anständig rankommen. Aber ich habe mich dann doch wieder zu blöd angestellt. Ach, am liebsten hätte ich jetzt hier noch einen Lizard, mit dem ich das Ganze ein bisschen begradigen könnte. Aber das klappt natürlich auch nicht immer so einfach. So, da unten haben wir den Kollegen zum Abtanken. Mit dem flitzen wir jetzt mal schnell zum Sampo rüber. Ihr seht, Geld kommt rein. Alles gut. Und so wie ich das sehe, dürfen wir hier auch wahrscheinlich bald den Kipper ebenfalls schon mal ins Silo bringen. Das jetzt zu verkaufen bringt nichts, weil die Ernte dauert noch zu lang. Und außerdem ist es schon wieder kurz vorm Stundenwechsel. So, werden wir uns hier mal rantasten. Das ist auch ganz gut, da kriegen wir den von der anderen Seite noch ein bisschen gefüllt. So, dann kann der hier entsprechend befüllen. Wir gehen nochmal hier hoch, besorgen jetzt aber erstmal unsere Tierchen. Ha, hätte ich jetzt sonst fast noch vergessen. Voila. Damit haben wir die Tierchen auch vom Tisch. So, das ist erledigt. Mit dem fahren wir dann gleich, wie gesagt, einmal zur Zapfsäule und werden mal kurz nachtanken, denn mit 53 Litern kommen wir nicht wirklich weit. So, gucken wegen Mähwerk, dass wir da nicht hängen bleiben. So, jetzt können wir hier schon mal, hoffe ich, voll machen. Ja. Ah, jetzt können wir voll machen. Okay, ich war da noch nicht ganz weit genug angefahren. So, Sampo fährt weiter, 88%, das ist eigentlich cool. So, der ist voll, passt ja auch. Hey, läuft ja alles wieder wie am Schnürchen hier. Und 2700 Euro haben wir noch, also das heißt, mit der nächsten Fuhre Stroh haben wir auch das Geld für die Folgetierchen. Nummer 72 dann auch parat. So, bis wir unten sind, können wir wahrscheinlich dann gleich wechseln.
Gehe ich mal von aus, dann wollen wir den Sampo nochmal leer fahren. Den ersten Kipper im Prinzip dann Richtung Silo. So, da kommt keiner, da kommt einer. Hinter dem fahren wir jetzt mal raus. So. Und dann geht es einmal ab nach unten. So, ja, Feld 20, die Ernte nähert sich so langsam dem Ende. Ich denke mal, wir kriegen da heute noch einen guten Fortschritt hin. Können dann vielleicht sogar heute noch, das muss ich mal gucken, die Sämaschine entsprechend starten. Weil ein bisschen Vorlauf haben wir ja schon geschaffen. Aber das sehen wir dann gleich, weil ich glaube, wir haben erst 3 der 4 Spuren. Also wir müssen dann schon gucken, weil wir auch die Fahrerei zum Hof haben. Und ich will mich ja auch nicht unnötig selbst unter Druck setzen. So. Einmal hier links rum. Oh, jetzt sind wir wieder auf unseren Gefilden sozusagen. Jetzt können wir auch die Rundumleuchte wieder ausmachen. Diesmal gucken, dass ich richtig rumlenke, ohne wieder in den Zaun zu fahren. Aha, ich kann es also doch tatsächlich. So, und hier stehen wir eigentlich schon mal ganz gut. So. Gerade am Überlegen, dann machen wir das anders. Ach, hier vorne steht er gleich, das ist okay. Dann flitzen wir mit dem nämlich gleich mal rüber. Denn wie gesagt, Kipper wird jetzt dann gleich voll sein. Das heißt, ja, einmal zum Silo. Da lohnt es sich jetzt nicht nochmal 3 Meter mit der Strohbahn anzufangen. Und ich sehe gerade, ach, da hatten wir die angefangene noch. Gut, da können wir dann gleich rüber switchen. Das ist aber dann auch kein Problem. So, und hier will ich versuchen, dass wir den während der Fahrt abgetankt kriegen. Dann hätten wir nämlich vielleicht die Möglichkeit, dass der sozusagen noch ein bisschen weiter fährt. Wir gehen mal hier in die Traktorspur rein, wenn ich das jetzt hier von der Beschleunigung noch schaffe. Ich muss auch vorsichtig fahren. Ich will jetzt hier nicht noch irgendwie Probleme verursachen. So, Fahrstufe 3. Genau, dann kann der nämlich jetzt wunderbar voll machen. Na, vielleicht noch 1 km/h runtergehen. So, nochmal ein Stückchen rüberfahren. Na, ich glaube, ich bin da jetzt etwas zu zaghaft, aber ich fahre lieber langsam daran, bevor ich dann nämlich gleich nochmal Aua mache. Das will ich ja auch nicht. So, Gerste ist voll. Wir geben Gas und fahren über die Traktorspur sozusagen, die hier drin ist, gerade durch. Dann brauchen wir nämlich nicht das andere kaputt zu fahren. Machen wir schnell noch die Plane drauf. Die könnte auch mal wieder gereinigt werden. Da müssten wir auch mal gucken. Ah, der Hänger ist dreckig, okay, kein Wunder. Weil, hab gar nicht drauf geachtet. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ist denn die Plane dann auch sauber, wenn wir im Prinzip den Traktor, also den Anhänger reinigen, oder ist die immer dreckig? Ist sie so designt worden sozusagen? Das würde mich mal interessieren, weil ich habe jetzt noch nie drauf geachtet, aber im Moment haben wir auch noch keine Zeit dafür, das Ganze mal schnell zu checken, weil wir jetzt gerade mitten in der Ernte stecken. So, ich hoffe, der kommt hier den Berg einigermaßen geschickt hoch. Ja, geht eigentlich noch. Aber ich glaube, mit dem Lamborghini wird das dann cool, weil dann können wir nämlich auch da noch einen zweiten Agroliner dranhängen. Das wird später dann für die größeren Ernten auf alle Fälle interessant. Denn mit einem Agroliner und 21 Tonnen kommen wir da nicht wirklich weit. So, und dann müssen wir eigentlich auf dem Schweinsgalopp sozusagen direkt wieder runterfahren, damit wir nämlich gleich den Sampo wieder abtanken. Der ist nämlich jetzt schon wieder voll. Heißt nämlich dann, der muss sowieso schon wieder warten. Das ist natürlich nicht gut. So, aber alles gut. So, wunderbar. Da können wir gleich auskippen. Alles klar, einmal hier. Nein, nicht. Ah, das war natürlich jetzt doof. Ich habe zu früh gedrückt, ne? Und statt abzukippen, habe ich dann auf einmal abgekuppelt. Das war natürlich blöd. Okay, aber gerade noch gerettet. Ich hatte nämlich auch schon so Situationen, da habe ich das gehabt, war aber zu weit vorne. Nicht mehr direkt zum Ankippen und hatte dann eigentlich das doppelte Problem, da ich mir dann gleich das Frontgewicht auch noch abgekuppelt habe, weil ich gedacht habe, schnell ankuppeln, dann geht's wieder. So. Hier geht es natürlich jetzt, wow, da kämpft der Berg auf. Also das wäre echt was für 220 PS. Ich denke mal, damit hätten wir einen riesen Vorteil. So, einmal hier rum. Und dann so schnell wie möglich wieder da runter. Und ausgerechnet jetzt haben wir Gegenverkehr. Ich würde hier nämlich ganz gerne dann überholen.
Na komm, mein Freund, hau rein. So, jetzt können wir nämlich hier vorbeifahren. Denn ist der Weiße da unten, ist er mir wahrscheinlich schon wieder auf dem Feld. Weil der doch ein wenig langsamer fährt. Wie gesagt, Club der 30er. Ne? Gut, ja, jetzt wird es auch schon langsam dunkel. Ah, eben hakt es mal kurz, ja. Ist, weil ich jetzt das erste Mal im Prinzip Licht einschalte. So. Ah, Sampo steht auf der linken Seite. Das heißt, wir könnten im Prinzip dann von der Seite gleich ranfahren. Da müsste eigentlich auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt auch auf der richtigen Seite zum Abtanken stehen. Wäre natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil. Vorsicht. Freund Schnürschuh, nicht jetzt hier irgendwo noch gegenfahren. Das wäre, ja, kontraproduktiv. Oh, und jetzt haben wir auch mit Stroh noch genug Möglichkeiten, hier weiterzumachen. Das ist gut. Den können wir sogar stehen lassen. Ja, also eigentlich alles perfekt hier. So, und dann, wie gesagt, in der nächsten Folge, denke ich mal, sind wir auch schon fast so weit. Dann bin ich nämlich mal höllisch gespannt, was nämlich uns erwartet mit dem Gerstepreis. Denn, ja, wir haben jetzt richtig viel Gerste drin. Es naht das Feld 10. Und wir hoffen natürlich inständig, dass wir genug Geld zusammenkriegen. So, hier möchten wir wieder mein Lieblingssystem machen. Das heißt, wir fangen hier an und gehen dann oben auf die nächste Spur praktisch drauf. So. Und während der noch am Abtanken ist, haben wir hier schon die ersten 3000 Liter wieder eingesammelt. Das ist schön. Da macht Multitasking so richtig Spaß. Denn, jo, bevor wir da irgendwo warten, bis sich irgendwas getan hat, ne, so läuft das doch viel besser. Ja. Und ich denke mal, in der nächsten Folge starten wir die Seemaschine. Da haben wir jetzt auf alle Fälle dann genug Vorlauf geschaffen. Wenn wir jetzt die nächsten zwei Spuren im Prinzip noch weg haben, dann ist alles okay. So, einmal kurz drehen. Ups, nicht zu weit drehen. Sonst lassen wir hier gleich wieder was zum Anfang stehen. Das wollen wir auch nicht. Ich glaube, wenn wir da unten angekommen sind, dann können wir schon fast wieder direkt hochfahren. Ist ja schon Wahnsinn. Obwohl, nee. Noch nicht. Haben wir noch ein bisschen Luft, genau. Hier war die Spur. Genau, dann können wir gleich rüber wechseln. Also ungefähr drei Spuren, glaube ich, kriegen wir so circa rein. So. Also nicht ganz drei Spuren. Das kam jetzt natürlich nur, weil ich hier sozusagen am Überlappen bin, beziehungsweise am Spurenwechsel. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier auf alle Fälle jetzt wieder schon mal einiges drin. So, 15.000 Liter sind es schon. Ja, 72%. Da wir ja nach oben halt... Da wir ja nach oben hochfahren müssen, habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust, mit einem halbvollen Ladewagen dahin zu fahren. Also werden wir mal gucken, dass wir den hier dann immer schön komplett füllen. Das wäre nämlich dann wieder unwirtschaftlich und dann versuchen wir da Zeit zu sparen und gleichzeitig, ja, verschenken wir hier unten sozusagen 20, fast 30% Füllvolumen. Das braucht es natürlich dann auch nicht. Ja, aber so wie ich das sehe, Vorlauf ist groß genug, das heißt, ohne Schwierigkeiten kann die Seemaschine starten. Düngen müssen wir dann auch noch, da müssen wir mal gucken. Ja. Düngespritze ist ja auch so ein Thema. Wir haben ja jetzt noch die Feldspritze, da habt ihr auch gesagt, das wäre auch schön, vielleicht hier in Westbridge Hills auch einen Düngestreuer zu holen mit großem Volumen. Mit dem könnte man nämlich dann da viel besser arbeiten. So. Ah, und ich schlitter hier schon wieder durch die Gegend. Das ist natürlich nicht ganz so optimal. Also obwohl wir das mit dem Bremsverhalten des Hängers geklärt haben, steht aber eigentlich trotzdem fest, dass das Ganze hier nicht ganz so realitätsnah ist, wie wir uns das eigentlich wünschen. So, ich spurte jetzt mal hier zu dem Kollegen, denn ich sehe gerade, der ist sowieso bald voll. Das heißt, wir werden jetzt hier nur noch warten, bis der voll ist. Und dann ist die Folge nämlich auch schon wieder rum. Das Problem ist nämlich, unsere Zeit ist leider schon wieder abgelaufen. Und ja, wir haben hier noch einiges zu tun. Sampo abtanken, die Resternte kriegen wir in der nächsten Folge durch. Das restliche Stroh einsammeln, die Seemaschine starten, ein bisschen düngen und dann noch ein paar Folgetierchen kaufen und gucken, dass wir an Geld kommen. Ansonsten haben wir eigentlich alles schon geschafft, ne? Ha, Spaß beiseite. In diesem Sinne war's das für heute. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.